Noel Maritz und Lia Walti, ganz herzlich willkommen bei Echo der Du. Hallo zusammen. Hallo. Sie sind die Königinnen des Schweizer Fußballs, darum sitzen Sie auch auf dem Thron. Und wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Wer von Ihnen beiden trainiert disziplinierter? Ja. Klar, Lia Walti. Wieso? Alle. Wieso hast du mich da? Ja, ich glaube, wir sind beide relativ diszipliniert. Ja. Nimmt sich nicht so viel. Ja, aber ich habe das Gefühl, weil du ein paar mehr Verletzungen gehabt hast, ist vielleicht ein bisschen. Ja, in der Verletzung lernt man viel. Lernt man, was Disziplin ist, wenn man es noch nicht kennt hat vorher. Verstehe. Wer jubelt lauter nach einem Sieg? Ganz klar, Noel Maritz. Ja. Ich bin sehr diskret immer. Du bist immer im machst irgendwie an den Flieger. Oder so. Flieger, auf Knie am besten. Wer flucht mehr auf dem Platz? Noel Maritz. Ja, das ist eher die ruhige. Und, ich würde sagen, bei Noel, wenn man sie so ein bisschen kennt, man irgendwie, dann weiss man, dass sie manchmal explodieren kann. Und schon gegen Gegner und gegen Schiri ab und zu hört man mal zehn oder andere nicht so nette Worte. So, so. Und wer spuckt eher mal auf den Rasen? Ja, gar nicht. Dann bist du. Beide nennen die andere. Also, ich habe noch nie Boden gespielt. Du aber wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Nein, ich finde das etwas gar nicht Schönes. Weiß nicht. Wer schminkt oder frisiert sich eher mal vor einem Spiel? Ganz klar, Lia Walti. Ja, ich finde, man darf schon schauen, dass man gut aussieht. Also, ich meine, man will ja auch nicht auf jedem Foto irgendwie komisch aussehen. Nein, ich tue mich gerne so ein bisschen ganz wenig zweckrichten. Und wer muss mehr Autogrammkarten schreiben? Wieder Lia Walti. Voll als Captain, oder? Ist immer sehr gefragt. Also immer ein bisschen. Achtung, wer ist beim Nazi-Trainer beliebter? Lia Walti. Ich bin wirklich immer ein Liebling. Ich war schon immer. Schon immer der Liebling. Ich bin wirklich everybody's darling. Also, ich weiss nicht, wieso. Ein Schuh im Schutten. Immer. Seit ich dich kenne, immer der Liebling. Everybody's darling. Sie spielen ja beide bei Arsenal in England. Wer isst mehr Burgers? Beide nennen die andere. Ich glaube, wir sind beide nicht so Burger. Wir sind beide ein bisschen auf dem Trip, wenn ich Fleisch und wenn ich Fisch. So, dementsprechend fällt das eher so ein bisschen weg. Vegane Burger? Es gibt vegane Burger, das stimmt. Aber irgendwie bin ich nicht so Burger-Fan. Ich bin auch nicht so Burger. Wer setzt sich mehr für Frauenrechte ein? Lia Walti. Ja, aber nicht du. Hast du noch genug? Hast du schon mal jemals etwas zu machen für das Thema? Nein, oder? Nein, aber auch nicht. Du bist nicht so aktiv. Nein, also du bist schon aktiver. Ja, Noel ist eher so ein bisschen zurückhaltend in diesem Thema. Okay. Wer von Ihnen beiden hat mehr Pokale zu Hause? Noel Maritz. Noel hat immer in Vereinen gespielt, wo eigentlich alles gewonnen ist. Wolfsburg, Zürich, selbst Zürich hast du viel gewonnen. Ja, ich habe immer halt wirklich bei... Also ja, immer das Glück dürfen haben, bei mega guten Vereinen zu spielen, wo viele Titel immer abgesandt haben. Unabhängig von Ihrem Beziehungsstatus, wer flirtet mehr? Noel Maritz. Ja, ganz klar. Ja, gut. Ich bin wirklich nicht so ein aktiver Flirter. Und du bist schon manchmal noch so der Zwinker oder ein Lächeln. Und letzte Frage. Wer von Ihnen beiden glaubt eher an den Erfolg der Schweizerinnen im Weltfußball? Ja? An den Erfolg? Oh, das ist schwierig. Ja, ich muss ja sagen, ich glaube. Beide nennen sich selber. Ja, aber es ist ja schön. Also, ja, das ist ja schön, wenn wir beide daran glauben, oder? Ja. Also ich glaube daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube aber auch, dass wir noch viel zu tun haben vor uns. Aber wir sind auf einem guten Weg. Oder? Ja. Sehr gut. Sie haben satte 75% Harmonie erreicht. Ey. Hey, wir kennen uns. Aber die, die wir nicht so gewusst haben, die sind eigentlich mehr wirklich auch so für beide. Ja. Also 100. Eigentlich haben wir 100. Wow, danke und tschüss.